Im Jahr 2000 gründete der Verein und heutige Träger Querwege die freie Ganztagsgrundschule Steinmal 1 in Lobe der Altstadt. Hier teilt man nicht in die üblichen Jahrgangsklassen, sondern in Stammgruppen ein. Derzeit lernen 77 Kinder in 4 altersgemischten Stammgruppen, in denen jeweils 5 Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Zu einer Stammgruppe gehören 18 bis 20 Kinder. Die Kinder lernen eben in dieser Mischform, dass wir in einer Familie unter Geschwistern eben miteinander auch zu kommunizieren, Hilfe anzunehmen, Hilfe weiterzugeben, lernen auch die Verschiedenheit der Gruppe kennen und damit zu leben. Also das ist sehr schön und auch in der Gruppe, wie gesagt, findet man ja Ansprechpartner. Im Sinne einer Ganztagsgrundschule hat Steinmal 1 von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. In der Kernzeit von 7.30 Uhr bis 15 Uhr findet der Unterricht statt und es werden vielfältige Freizeitaktivitäten angeboten. Am Nachmittag können Angebote wie Werken, Akrobatik, freies Spiel oder Theater wahrgenommen werden. Das Schulkonzept orientiert sich an reformpädagogischen Ansätzen wie zum Beispiel Jena-Plan oder Montessori. Gearbeitet wird im Mehrpädagogensystem. Zu jeder Stammgruppe gehören eine Grundschullehrerin, eine Sonderpädagogin und 2 bis 3 Schulbegleiter mit unterschiedlichsten Qualifikationen, wie zum Beispiel Sozial- oder Heilpädagoginnen, Erzieher oder Ergotherapeuten. So kann auf jedes Kind individuell eingegangen und integrativ gearbeitet werden. Die Förderbedarfe sind sehr unterschiedlich. Also wir haben Kinder mit geistiger Behinderung, Lernbehinderte, körperbehinderte Kinder. Wir hatten Kinder mit Hörbehinderung, also das ist bunt gemischt, Behinderung im emotionalen, also sonderpädagogischer Förderbereich im emotionalen, sozialen Bereich. Im Mittelpunkt des Arbeitens steht der reformpädagogische Ansatz. Das heißt, die Kinder lernen weniger durch Frontalunterricht, sondern vielmehr durch das eigene Handeln. Diese Arbeitsweise lässt sich schon an der Raumgestaltung und Aufteilung erkennen. Die große Tafel an der Stirnseite der Klasse fehlt. Da Steinmal 1 eine freie Grundschule ist, fallen monatlich Schulgebühren an. Wir versuchen, die Kosten möglichst sozialverträglich zu halten. Das haben wir also von Anfang an so gehandhabt, weil wir eben keine Eliteschule haben wollen, auch keine finanzielle Elite. Das heißt, wir haben uns eigentlich schon vom Beginn der Schule, die existiert jetzt 10 Jahre, an den Hortgebühren orientiert. Und jetzt liegt also im Moment der niedrigste Satz für die Ganztagsschulbetreuung 15 Euro über den Hortgebühren an staatlichen Schulen. Also ich denke, das ist eine recht gute Einstiegsbasis. Und danach ist dann gestaffelt und ist gehaltsabhängig, wie viel die Eltern zahlen. Da geht dann natürlich auch noch rauf, es gibt aber auch eine Obergrenze. Die Schulgebühr liegt somit etwa zwischen 55 und 130 Euro im Monat. Eine Aufnahmegebühr fällt nicht an.